MacWarrior. Seit über 3 Jahrzehnten Menschen zertreten, Häuser einreißen voller Frauen und Kinder und natürlich stundenlang an der Lieblingstötungsmaschine rumbasteln. Was gibt es Schöneres? Nun, Teil 5 kam ja jetzt vor fast 4 Jahren raus und ich fand's zum Release hin nicht so toll. Vor allem das magere Gameplay war stupide, es fehlte an Inhalten und ich habe mir damals schon gesagt, dass der Teil noch eine zweite Chance bekommen sollte und dieses Jahr ist es endlich soweit. Wir haben nämlich inzwischen 4 DLCs mehr, wir haben inzwischen haufenweise freie Modifikationen da draußen und das eine oder andere wurde in der Zeit von Piranha Games auch per Patch verbessert. Ist jetzt mal so eine Annahme. In diesem kleinen Video jetzt schauen wir uns dabei an, ob der Titel inzwischen für Mech-Krieger-Frischlinge oder Battletech-Senioren besser geeignet ist und was man so erwarten darf. Los geht's. Also, für mich interessant war vor allem der Career-Modus, wo man eben eine Söldnereinheit frei ohne Stützräder aufbauen und managen kann. Und dabei war viel wichtiger als erwartet die Frage, wo und wann man startet. Also gesetzt im Fall, man hat jetzt hier die DLCs gekauft und entsprechend Auswahl. Aber ich war doch sehr überrascht, dass das Early Game des Spiels mit Abstand am schwierigsten ist. Was daran liegt, dass man jetzt eben nur eine begrenzte Auswahl an Mechs hat und Leuten, die sich steuern und die können alle nichts. Und später wird es einfacher und das Endgame ist quasi ein Selbstläufer. Aber schauen wir erstmal rein. Grob kann man das ganze Spiel zerlegen in diese 3 Sachen hier, also der Management-Part auf der Karte, die Bastelspielchen im Mech-Hangar und zu guter Letzt natürlich das Gameplay selbst, die Kämpfe. Und jetzt zum ersten Mal in einem Battletech-Spiel, ohne irgendwelche Mods, die gesamte innere Sphäre bereisen zu können, das ist schon toll. Und viele Fans wollten das jahrelang haben, aber ich meine, ich kann es verstehen, ne? Also über 2000 Systeme zu machen, das ist eben schon eine Hausnummer. Daher war ich auch nicht allzu überrascht, dass die ganze Spielwelt nur sehr mager übernommen wurde. Also während diese Konfliktzonen schon irgendwie Sinn machen, ich meine, die meisten sind halt jetzt hier im Grenzverlauf zwischen den einzelnen Fraktionen, so sind diese industriellen Hubs einfach nur willkürlich gewählt. Und das ist ein bisschen bedauerlich, dass man jetzt zu keinem System so wirklich irgendwas erfährt oder das vorherrschende Klima irgendwo eine Rolle spielt oder sonst irgendwas. Es sind jetzt einfach nur Punkte auf einer Karte, die eingefärbt ist. Aber naja, es wäre schon toll gewesen. Ich meine, die Kollegen bei Battletech haben das ja mit ihrer Inner Sphere Mod ja auch gelöst und dort funktioniert das ja auch. Aber ist egal, ist nicht ganz so wichtig. Grundsätzlich geht es jetzt hier darum, dass die einzelnen Konfliktzonen einen Schwierigkeitsgrad haben, die Leute dort aufeinander eindreschen. Und je näher man dem Zentrum kommt, also der Erde, desto schwieriger wird es. Das ist es im Grunde auch schon. Also Flugzeit berücksichtigen, wenn man irgendwo hin will. Dazwischen dann Reparaturen machen oder Rechnungen bezahlen. Und das war es dann auch eigentlich schon. Ich habe übrigens eine Mod installiert, mit der man schon von außen sehen kann, welche Fraktionen mit welchem Schwierigkeitsgrad hier konkret auf einen warten. Das ist einfach, ich sag mal, Quality of Life, der wichtig ist, wenn man jetzt gegen eine bestimmte Gruppe nicht kämpfen will, um sich die Reputation mit denen nicht kaputt zu machen. Schade, dass das nicht einfach so drin war. Beim MacLab war ich einfach überrascht davon, wie vereinfacht es war. Also nachdem ich eine Zeit lang das rundenbasierte Battletech gespielt habe und auch kurz bei MWO reingeschaut habe, war ich doch schon überrascht davon, dass es so ist, wie es ist. Deswegen habe ich nach der Installation auch sofort mir was gesucht, bin fündig geworden. Und hier hat sich wirklich ein Team von Leuten wirklich Mühe gegeben. Also das ist jetzt meiner Meinung nach hier das beste Bastellabor für Mechs, was es je so gab. Also auf den ersten Blick sicherlich gewöhnungsbedürftig und es werden auch nicht alle Regeln beim Bau befolgt, die man vielleicht so sonst her kennt. Also beispielsweise kann man die verschiedenen Wärmetauschermodelle kombinieren. Aber dennoch muss ich sagen, die ganzen Sortierungsmöglichkeiten nach der Waffenart, nach ihrem Schaden, Dauer, Hitzeentwicklung und so weiter, das ist einfach gut. Und man sieht hier links oben auch sofort, welche Auswirkungen es auf den Mech hat. Der Schaden pro Sekunde oder die Sensorreichweite, das ist schon gut, würde ich sagen. Also es ist schon sehr gut. Also hier gab es jetzt nichts, was ich vermisst hätte. Ich vermute mal, für einen Anfänger ist das jetzt einfach viel zu viel. Für einen Neuling, der noch nie jetzt was mit MacWarrior oder so zu tun hatte. Aber das ist jetzt eben auch das Ziel dieser Mod gewesen, dass man mehr Freiraum bekommt als vorher. Also die Mod heißt jetzt Yet Another MacLab und vor allem mit den ganzen anderen dazu kompatiblen Schwestermodifikationen von den Leuten hat man dann mehr als genug Auswahl. Also wirklich, was die Ausrüstung dann angeht, Unmengen an verschiedenen Energiewaffen, Ballistik, Raketen, das meiste davon ist Kanon, ja, das meiste und dann natürlich haben wir ja auch noch dieses Qualitätssystem da drin, also diese verschiedenen Tiers der Waffen, wie gut sie dann sind.
Und ich würde schon sagen, dass so ein lootfreudiges Herz wie meines dann tatsächlich mal sagt, ja, jetzt hier, das ist jetzt genug, das reicht erstmal. Das Problem ist dabei natürlich das Balancing, aber dazu gleich mehr. Das letzte und für die meisten sicher jetzt der wichtigste Part von MechWarrior 5 ist der Kampf selbst. Und das klingt jetzt etwas doof, aber ich muss sagen, hier enttäuscht mich das Spiel am meisten. Wobei, enttäuschen ist vielleicht das falsche Wort. Sagen wir besser, es geht in eine Richtung, die meinem persönlichen Spielstil nicht so wirklich gefällt. Also zuerst mal, MW5 bleibt ein Shooter. Es war ja schon mal mehr Shooter. Es ist auf jeden Fall wesentlich mehr Shooter als Simulation und das sollte und wollte die Reihe ja schon immer sein, auch wenn ich jetzt denke, dass ein paar realistischere Elemente nicht wehgetan hätten. Vielleicht ein Cockpit mit Buttons zum Drücken oder wenn der Raketensalve reinkommt, dass man eine kurze Zeit lang nicht gut steuern kann. Vielleicht, also man muss es ja nicht gleich auf die Spitze treiben wie bei DCS oder so. Aber MechWarrior 5 ist im Grunde ein Mech-Shooter, dessen Steuerung man nach 2 Minuten voll begriffen hat und dann geht's auch schon los. Sehr löblich muss ich hier jetzt hervorheben, es gibt hier eine Menge Abwechslung. Also was das Terrain angeht, zumindest von den Texturen her, von den Tageszeiten, Sichtreichweiten, Stürme, Regen und so weiter. Also man hat jetzt hier wirklich alles abgegriffen, was irgendwie geht. Von Lavaplanet bis tiefste Eiszeit, Dschungel, gemäßigtes Gelände, Mondlandschaft, Innenstadt, was irgendwo Sinn macht, ist drin. Leider ist es so, dass wenn man dann etwas genauer hinschaut, dass man eigentlich nur noch eine Sache denkt, nämlich Editor. Ich musste ständig an den Unreal Editor denken und wie man dort innerhalb von kürzester Zeit mit minimalem Aufwand so eine halbwegs brauchbare Umgebung schafft und die prozedural generierten Gebiete hier sind einfach, wie soll ich sie nennen, seelenlos vielleicht. Also ich meine, man kann es erwarten, wenn man eben unendlich viele generierbare Aufträge hat und die sollten nicht immer im gleichen Gebiet stattfinden. Aber trotzdem, ja, keine Menschen, die vor ihren Häusern stehen und zuwinken oder Angst haben, keine Ahnung. Oder Tierherden, also hin und wieder vielleicht ein Vogel oder sowas, aber keinerlei ziviler Verkehr, stattdessen solche Windmühlen, die komisch platziert sind oder völlig unrealistisches Gelände, was offensichtlich nur für einen Mech-Kampf optimiert wurde. Und ständig diese seltsamen quadratischen Basen oder Siedlungen mitten in der Walachei, wo keine Straße oder Verbindung hinführt. Also das ist halt in Sachen Geländeerzeugung hier wirklich nicht so der Bringer. Also das ist schon außergewöhnlich schlecht gegenüber dem Rest, was das Spiel so hat. Sieht man darüber jetzt aber hinweg oder kann das machen und achtet dann auf andere Kleinigkeiten wie diesen Wasserfall hier oder geht in die ganzen Story-Missionen rein, die aus den DLCs kommen oder schon mitgeliefert sind, dann haben wir auch wieder handgemachtes Gelände, also wirklich sehr beeindruckendes Gelände, wie etwa dieses abgestürzte riesige Kriegsschiff oder jetzt diese Eroberung von einer der Mech-Fabriken Tikhonovs oder solche Ice Canyons hier. Allerdings ist das dann eben auch selten und also jetzt in dieser im Career-Modus selten, in der Kampagne natürlich nicht. Und daher ist für mich diese Diskussion, die damals No Man's Sky losgebrochen hat, dass prozedurale Inhalte menschengemachte Handarbeit ersetzen kann, dadurch ziemlich sinnlos. Also MechWarrior 5 ist ein gutes Beispiel dafür, dass es eben nicht so ist. Aber jetzt zurück zum Gameplay. Es ist im Grunde das, was schon vor, ich sag mal, 30 Jahren Standard war. Also man kämpft Mech gegen Mech, versucht bestimmte Bereiche zu treffen. Ich bin beispielsweise ganz häufig mit der Strategie gefahren, einfach die Beine wegzuschreddern, um so die wertvollen Komponenten im Torso zu behalten. Also vom Schwierigkeitsgrad her ist MechWarrior 5 ziemlich einfach jetzt mit Maus und Tastatur gehalten. Und wenn man jetzt noch so die Zielhilfe dazu schaltet, ist es ein Selbstläufer. Aber auch ohne ist es nicht gerade schwer. Was jetzt vor allem daran liegt, dass das mit der durchschnittlichsten KI läuft, die mir seit langem untergekommen ist. Also unsere Lanzenkameraden hier machen stumpf das, was wir ihnen sagen, was erstmal gut ist. Also sie bleiben nur in, ich sag mal, 3% aller Fälle irgendwo mal hängen, was ein ziemlich guter Wert ist, wenn man niedrige Hürden ansetzt. Und sie sind wirklich sehr niedrig, weil die gegnerische KI einfach strunzdumm ist. Also wirklich, das ist ein Niveau wie aus den 90ern, wo Fahrzeuge irgendwie kreisförmig durch die Gegend eiern oder in keinster Weise irgendwie zusammenarbeiten, das Gelände ausnutzen oder sowas. Also, das kann eigentlich nur Absicht sein. So blöd kann keiner sein, will ich jetzt nicht sagen, aber die Jungs und Mädels bei Piranha Games haben sich bestimmt gesagt, dass jeder, ich sag's mal nett, jeder Mensch hier gewinnen können soll und deswegen die ganzen Gegner ständig verstreut sind und wir die meisten Mechs mit
einer vierfachen Übermacht dann eben innerhalb von Sekunden zerstören können sollen. Und die Kämpfe spätestens im Midgame dann zu einer Art Fließbandarbeit werden, wo unser Bordcomputer nur noch Target Acquired, Target Destroyed, Destroyed runterrattert. Also ich bin nicht sicher, ob das jetzt hier wirklich eine Schwäche vom Spiel ist oder nicht hundertprozentig so gewollt, weil ich erfahren habe, dass eine Menge Leute einfach nur 20 Minuten zocken wollen und in der Zeit möglichst viel zerstören und kaputt machen möchten. Deswegen gibt es eben auch wohl überall diese seltsamen Missionen, wo man eine Basis platt machen soll. Also ehrlich gesagt, also mein achtjähriges Ich hätte das wohl toll gefunden, aber spätestens nach der fünften Basis, die man hirnlos in Stücke schmettert, was einfach überhaupt auch keinen Sinn macht, da war das Ganze dann auch irgendwo öde. Die anderen Missionen hingegen sind, ich sag mal, okay. Ja, also ich bin froh, dass es keine dieser klassischen Escort-Missionen gibt, wo man einen Konvoi beschützen muss und dann geht alles den Bach runter, weil diese dumme KI dann nicht mitmacht. Bin sicher, deswegen haben wir diese Missionen hier auch nicht. Aber es gibt keine Zeitlimits, die irgendwas künstlich aufbauschen. Also die Verteidigungsmissionen sind, es sind okay. Sie sind aber auch super easy, was daran liegt, dass der Gegner nicht sinnvollerweise in einer großen Masse ankommt, sondern schön verstreut rundherum spawnt in Wellen, die gut zu bearbeiten sind. Und dann haben wir eben die Möglichkeit, das Ganze elegant abräumen zu können. Aber ja, wie gesagt, die eigentlichen Kämpfe sind jetzt hier nicht so die brachiale Herausforderung. Und ich finde das ein bisschen schade. Es hat so den Anschein, dass Piranha Games Angst davor hatte, mal so ein bisschen Leerlauf auch im Spiel zu haben, jetzt hier im Kampf, was das angeht. Und dadurch nämlich Spannung für den eigentlichen, ich sag mal, Showdown zu erhöhen. Aber vielleicht ist es jetzt auch nicht unser Zeitalter, in dem wir stecken. Denn wenn jetzt 2 Minuten nichts passiert und die Leute zum Smartphone greifen und lieber was anderes machen, dann ist dem ja auch nicht geholfen, ne? Das war jetzt vielleicht ein bisschen viel Gemecker, aber auf der anderen Seite haben wir auch wieder was Schönes. Ne? Nahkampfangriffe sind jetzt möglich. Nur sie machen das Ganze leider nicht so wirklich wieder wett, denn außer einmal zuschlagen ist jetzt nicht so viel drin. Den Gegner zu Boden tackeln, festhalten oder sowas, das geht halt nicht. Ich meine, man hat eine Menge Auswahl jetzt hier mit Schwertern und Fäusten und was Battletech da alles so in all den Jahren hervorgebracht hat. Also das Feature ist schon toll. Ich hoffe, es wird in Zukunft nochmal ausgebaut, was es nicht wird. Und dann noch eine Ecke sinnvollerer, was es nicht ist, weil es ist halt Nahkampf und mit Fernkampf. Ihr seht ja hier, wie schnell das geht, also wie schnell man solche Mechs zerlegen kann. Und auch muss, weil sonst das Ganze nicht funktioniert. Je länger die Mechs halt leben, ne, im Spiel, desto mehr Schaden bekommt man und dann funktioniert das alles nicht mehr. Bedingt jetzt auch durch die ganzen Kämpfe und was man am Ende dann tatsächlich auch vom Schlachtfeld so mitnehmen kann, das ist ja mal ein großer Teil gewesen von dem ganzen Franchise hier, das Salvagen, ist für mich MechWarrior 5 auch mehr so eine Art Loot-Spiel, wo man den Gegner möglichst so zerstört, dass man die ganzen tollen Sachen bekommt, was gar nicht so leicht ist, am Anfang aber auch später, wenn die meisten von ihnen schon nach dem dritten Treffer platzen, sobald man eben eine bessere Maschine zusammengeschraubt hat. Und das führt uns dann auch, ich sag mal, zur größten Stärke des Spiels aus meiner Sicht, nämlich, dass man seine Söldnereinheit langsam aufbaut und das vor allem mit dem, was man vom Schlachtfeld so bergen kann. Das Salvage-System ist dabei ziemlich rigoros, wenn man jetzt Yet Another Maglab oder Jabbel installiert, weil man dann nämlich 5 Teile eines Mechs braucht, bis die Maschine wieder einigermaßen zusammengesetzt ist. Und das nimmt schon mal eine Menge Tempo aus der ganzen Sache raus gegenüber Vanilla, wo man ja den ganzen Mech immer in 1 direkt vom Schlachtfeld mitnehmen kann. Also man wird dann eben einfach mehr spielen müssen, um wenigstens 2-mal auf einen gescheiten Mech zu treffen, damit man aus seinen Einzelteilen dann was Tolles bauen kann. Und das ist zusammen mit dem technologischen Fortschritt in-game von 3015 bis, ich sag jetzt mal, 3100 plus einfach gut. Also man stößt ständig auf irgendeinen Gegner mit tollen neuen Sachen, die man haben will oder kann sie sich einfach aus dem Markt herauskaufen, wenn man genügend Zeit und Lust und vor allem Geld hat. Ich habe zum Beispiel eine Mod installiert, mit der man sich die Hero Max zu einem hohen Preis liefern lassen kann, was letztendlich nur eine Zeitverkürzung ist, aber besonders wenn man anfängt mit den Clans über 2-3 Mods, ja, dann wird das ganze Looten und Leveln schon richtig spannend und hier wird dann MechWarrior 5 auch, ich sag mal, lohnenswert. Und was das Level angeht, muss ich einfach sagen, sieht man dort die Vergangenheit von Piranha Games am besten. Also außer, dass man natürlich die Piloten verbessern kann und das Standing bei den Fraktionen, was man beides so erwarten kann,
So gibt es jetzt so ein Cantina-System hier, wo man bestimmte Sachen zerstören oder finden soll für extra XP oder extra Sachen oder mit anderen Söldnereinheiten aneinander gerät und man das leveln kann. Also das hat alles schon so ein bisschen, es mutet so ein bisschen seltsam an, muss ich sagen. Wie gesagt, die Anya Games vor allem Erfahrungen damit gesammelt, dass sie die Leute in MechWarrior Online, Free-to-Play-Spiel, möglichst lange ans Spiel binden und grinden lassen, bis es einfach keinen Spaß mehr macht. Ja, das hätte vielleicht ein bisschen weniger hier sein können, aber ja, so ist das jetzt. Mein Fazit jetzt nach 30, 40 Teststunden fällt jetzt gut bis sehr gut aus, auch wenn das jetzt nicht so geklungen hat. Also man darf halt nicht vergessen, das ist jetzt hier nichts von CD Projekt oder Electronic Arts, also einem Konzern, der richtig Asche hat und auch 100 Schaffen von Mitarbeitern, sondern wir haben ja ein Nischending von einer relativ kleinen Firma, die mit bescheidenem Budget endlich was für die Singleplayer-Fans gemacht hat. Diese offene Welt, die wir jetzt haben, diese freie Auftragswahl, inzwischen Dutzende an relativ gut gemachten Story-Missionen aus dem Battletech-Universum, die nirgendwo sonst behandelt wurden und vor allem diese Auswahl an Maschinen und Ausrüstungsteilen ist schon sehr gut, muss man wirklich sagen. Ist echt klasse. Ich persönlich hätte mir gewünscht, darüber hinaus noch so ein bisschen mehr Freiheiten zu haben, was dieses Rumlaufen hier im Landungsschiff angeht. Also diese Mechs von unten zu sehen, ist natürlich sehr cool, aber besonders im Karrieremodus hätte ich mir da noch so ein bisschen mehr gewünscht, ein paar Räumlichkeiten mehr. Vielleicht eine kleine Basis, die man sich selbst aufbauen kann, wo man Leute trainiert oder sowas. Ich meine, im Kopf bin ich da vielleicht einfach schon bei Star Citizen oder irgendwas, was in 10, 20 Jahren möglich ist oder da ist. Aber zumindest gedanklich geht es dorthin. Es ist mir völlig klar, dass jetzt die meisten Battletech oder MechWarrior-Fans einfach nur so einen großen Roboter steuern und irgendwas kaputt schlagen wollen. Auch wenn jetzt dieses 40-jährige Spiel im Universum viel mehr hergibt, also zumindest sowas wie ein Moralsystem bei irgendwelchen Auftragsentscheidungen wäre toll gewesen oder bessere, individuellere Piloten, die ich mir durch eine Mod jetzt noch dazugeholt habe. Oder vielleicht ein paar Möglichkeiten mehr, mit seiner Lanze was zu machen. Sowas wie ein einfaches Kampfsystem, dass bestimmte Mechs dann hinten bleiben, andere eher vorne sind oder sich bei Schäden selbst zurückziehen. Das wäre halt gut gewesen. Aber man darf ja noch träumen und bis dahin kann ich jedem empfehlen, in das Spiel nochmal reinzuschauen, wenn man nicht allzu große Erwartungen mit sich bringt und vor allem gerne an Mechs rumschraubt und dann austestet, wie sie sich im Einsatz schlagen. Allerdings, wenn ihr anfangt, euch die Mods jetzt reinzuziehen, in der Beschreibung ist übrigens eine Liste, wie ich das jetzt gemacht habe, was ich grundsätzlich empfehlen kann, dann sollte euch klar sein, dass das Spiel zwar darauf ausgelegt ist, allerdings hatte ich Unmengen an Fehlern nur wegen der falschen Reihenfolge oder weil eine bestimmte Mod einfach inkompatibel war und ich wusste nicht welche, also da sind wirklich Stunden reingegangen, rauszufinden, was da los ist und ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, dass man maximal 10 Stück einsetzen sollte und dann sollte einem auch klar sein, dass man wissen muss, was man will, weil besonders YAML gibt einem hier viele Freiheiten, wo man einstellen kann, wie leicht oder schwer es sein soll. Oder da werden schlichtweg Cheatwaffen ins Spiel gebracht und das Gameplay dadurch macht natürlich keinen Spaß mehr. Und damit meine ich jetzt nicht diese 3 Kurzstreckenraketenwerfer hier, mit denen ich die gegnerischen Mechs wegfetze, denn die sind ganz einfach Standardmaterial in allen MechWarrior-Spielen, schon immer gewesen. Nein, also durch diese Mods kommen halt dutzende Waffen und Sachen ins Spiel, die das Balancing sofort wegkippen lassen. Da sollte man schon wissen, und entsprechend vorsichtig sein, wenn man sie einsetzt, denn wenn man dann eine Viertelstunde später einfach keine Lust mehr auf das Spiel hat, bringt es das ja eben auch nicht. Für die Zukunft würde ich mir auf jeden Fall noch einen offiziellen Clan-DLC wünschen, also ich gehe schwer davon aus, dass wir noch sowas kriegen und eine Verbesserung der KI, ansonsten bleibt das hier ein solider Titel für zwischendurch, denn länger als so 10, 15 Minuten dauert eben kein Einsatz. Ja, und damit danke ich euch für eure Aufmerksamkeit. Ne, Leute, macht's gut, bis dann, ciao.